passt wunderbar in die Strategie der ETH-Bibliothek, sich an diesem Glam-Hack aktiv zu beteiligen. Die ETH-Bibliothek hat wunderbare Metadatensätze und Hunderttausende von digitalisierten Kulturgütern, von Archivalien, von alten Drucken, von Fotografien. Wir haben für den Hackathon in der grafischen Sammlung 4 Datasets vorbereitet. Wir haben uns entschieden, mehrere, nicht nur ein Dataset zu machen, sondern mehrere und da einfach auch eine gewisse Bandbreite und ja, unterschiedliche Themen, eine Variabilität zu haben, weil wir dachten, je unterschiedlicher die Sachen sind, die wir anbieten, umso größer ist dann auch die Chance, dass sich jemand für unsere Daten interessiert und ja, jetzt hier beim Hackathon irgendwas Cooles mit uns macht. Die Teilnehmer dieses Hackathon können mit unseren Bildern von der Sammelsternwarte arbeiten. Diese Datensätze passen sehr gut zu dem Thema dieses Hackathon. Und zwar, da möchte man, dass die museale Bestände etwa in den Vordergrund rücken und die wichtiges wissenschaftliches Kulturerbe sind, bieten sich einfach sehr gut an für diese Edition des Hackathon 2018. Und es ist für uns eine wunderbare Gelegenheit, neue Möglichkeiten auszuloten, vielleicht in neue Richtungen zu denken, auf der grünen Wiese etwas zu entwerfen. Und dann daneben ist es auch eine wunderbare Möglichkeit, uns mit den verschiedenen Teilnehmern aus diesen diversen Communities aktiv zu vernetzen.